Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Place XD. Servus. Dem Tiger Farm. Hallo. Und dem Leon, der irgendwo auf dem Feld unterwegs ist. Genau, hallo, ich bin am Stroh sammeln. So. Ja, da staunen sie nicht schlecht, Herr Mikado, oder? Ja, und ich habe schon mit Varuna gehabt. Ja, ihr Mikrofon war gerade. Wie gehört, Zuschauer? Was ist? Sie wollten irgendwas sagen, was Sie mit mir verhandeln wollten. Nee, ich hab schon mit Ihnen verhandelt, hab ich ja gerade den Zuschauern erklärt. Was? Nee, ich hab nichts gehört. Ich auch nicht. Ja, also, ich komme dann gleich mit Traktor und hol dann alle 8 ab. Tschüss! So. Tja, hier ist schon die nächste. Gut, wir können jetzt erstmal nicht ernten. Von und dem her. Gar nichts weiter machen. Würde ich meinen Auftrag gerne fürs LU verändern? Ja, ich bringe nur noch die Ladung weg und dann. Okay, dann geben Sie mir Bescheid, dann komme ich hoch. Okay. Dann entleere ich meinen Ballen, also Ladewagen hier hoch. So. Ja, jetzt haben wir halt eine doofe Situation, oder? Was sagen Sie, Herr Mikado? Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr doofe Situation, weil alle drei Felder sind bei mir gerade erntereif und können geerntet werden. Oh, das tut mir aber leid. Ich meine, ich hätte da gerade so ein Haar gehört. Könnt ihr das nochmal schnell wiederholen, bitte? Tut mir leid. Ach so, Entschuldigung, da habe ich mich da wahrscheinlich gehört, weil ich hätte gedacht, sie hätten irgendwie gelacht oder so, aber. Nein. Sowas würden sie ja niemals machen. Schadenfreude ist ja nur was für Gewinner. Ah. Also darf ich dann schon mal lachen, oder? Nee, ich habe ja gelacht. Ah, das zählt nicht. Ich würde sagen, Sie haben wirklich ein Problem, weil Sie können eigentlich jetzt nichts arbeiten, oder? Nee. Ja. Dann würde ich sagen, habe ich einen kleinen Vorteil. So, Aber ich kann Ihnen gerne was anbieten. Mikado? Ja? Hast du einen anderen Auftrag für mich? In der Zeit? Nein. Ja, verdammt. Er kann sich das LU ja mal um ihren eigenen Hof kümmern. Genau. Die hatten ja, glaube ich, auch noch Silage irgendwo. Nee, ich wollte auch deswegen runterkommen. Bin wieder oben. Herr Mikado? Ja, bitte. Ich würde Ihnen ja einen Auftrag geben. Sie haben Schokolade für mich. Ach, danke. Nee, Sie können für mich arbeiten. Ich zahle Ihnen 1000 pro Stunde. Wenn wir das auf 120 die Schnelligkeit stellen, ja, gerne. Okay, gut, dann lassen wir das. Wollte ihnen ein faires Angebot machen? Was hätten die denn? Nee, jetzt ist schon vorbei. Sie hätten mir Bäume entlasten können. Das ist nicht gut verhandelt. Ja, von ihrer Seite. Weil sie hätten ja dann was zu tun gehabt. Das wäre unmöglich. So, ich will ihnen schon mal Bescheid sagen. Ich hole dann jetzt mal schnell das weiße Gold ab, ne? Bin gleich da. Das würde dann die Polizei aufnehmen. So, warte. Hallo. Wo ist denn hier oben? Ach, hier. Geh mal weg da. Haben Sie. Also ich hoffe mal, dass Sie jetzt gerade nur Schätze machen. Stop. Muss ich gleich mal hier dann ein paar Bäume auf dem Weg verlieren. Ja, bitte. Hallo. Der Folgeauftrag ist? Ich komme gerade hoch. Okay. So, dann ein. So, hallo. Ja. Der Folgeauftrag wäre zum einen. Moment, warte mal. Ich schau mal gerade den. Wolle können wir nicht, brauchen wir nicht verkaufen. Dann wäre mein Folgeauftrag, bitte auf dem Feld bis soweit möglich Gerste anzusäen. Ja. Genau, Gerste anzusäen. Also so weit wie möglich, wie viel Platz okay. Halt ist. Vielleicht vorher noch düngen. Es wäre, nehmen Sie einfach Ihre Maschine. Ja, okay. Sonst würde ich Ihnen jetzt nochmal diese eine Stunde abrechnen. Ja. 500. Okay, kommt sofort. Und dann sehe ich. Gut,
danke. Jo, bis später. Bis später. So. So, ich habe da mal 3 Stück mitgenommen, die anderen hole ich dann gleich, ne? Ich würde gerne wissen, wie sie 3 Paletten in den Frontlader transportieren wollen. Nein, ich hab so einen Wagen. Oh. So einen Autoload-Wagen. Das ist so. Ja, siehst du? Ich fahre mal schnell die 30 Gold weg. Das ist nicht ihr Ernst. Ist das ihr Ernst? Warte, ich kann ja mal bei dir vorbeifahren, dann kannst du ja sehen. Wie können sie eigentlich auf meinem Grundstück einfach sowas wegnehmen? Das müsste doch eigentlich gar nicht gehen. Doch. Ich kann das ja gut. Okay. Den Frontlader. Ich komme gerade mal zu Ihnen. Warte, warten Sie. Das würde sich, würde sehr gut passen gerade. Wenn Sie gerade mal vorbeikommen. Und gleich die Sachen vor Ort klären. Wenn der jetzt wirklich mit den Paletten hier ankommt, Alter, dann baller ich dem so die hier können Bäume, Sie einmal sehen. Bäume auf sein Grundstück, dass er da nicht mehr hinfahren kann. Oh, den habe ich wahrscheinlich. Ach, wo sind Sie denn? Ich stehe hier im Wald. Ja, hier, gucken Sie. Wo denn? Ich sehe gar nichts. Ach, ups. Ach, ich habe den wahrscheinlich am Hof stehen lassen. Hm. Warte, ich komme gerade. Ist aber ungeschickt. Ja, okay, Entschuldigung, das war noch nicht. Aber ich sag mal so. Ich weiß zwar, wir haben noch nicht den 1. April, aber... Ich sag's mal so, wenn Sie unbedingt Ihr Benzin oder Ihren Diesel verschwenden wollen, in Ihrer Arbeitszeit, Sie wollten ja nicht für mich arbeiten, von dem her. Die haben ja nur gesagt 1000 pro Stunde und dann habe ich etwas gesagt und dann haben sie es direkt wieder zurückgenommen. Was kann ich denn dafür? Naja, wir müssen ja realistisch bleiben. Das war nur ironisch gemeint. Kennen Sie nicht das Wort Ironie? Nee. So kommen Sie mir jetzt aber nicht um die Ecke. Nee? Nee, das will ich gar nicht hören. Sie tun so, als wäre ich jetzt irgendwie nicht fähig, Ihren Spaß zu verstehen. Dabei haben Sie das gar nicht als Spaß gemeint. Naja. Veräppeln können Sie das Lohnunternehmen, aber nicht mich. Hä, aber ich habe doch gar keine Äpfel. Ich rede ja nicht von Äpfeln, sondern von Äpfeln. Ja, von Äpfeln. Nein, Apple. Ich habe auch gar keine App. Ja, ich habe auch kein Handy. Achso. Apple. Entschuldigung. Dann müssen wir das mal in den Lohnunternehmen? Das sieht so lustig aus, wenn du die Kettensäge so hast und gar nicht benutzt. Ja, guck mal, wie das aussieht. Ich sehe jetzt gar keine Kettensäge. Cool. Ich habe die ja gar nicht an jetzt im Moment. Meine Kettensäge ist verschwunden. Egal. Glauben Sie eigentlich immer noch, dass Sie gewinnen können? Soll ich ganz ehrlich sein? Ja. La 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 la. Nein. Also, wenn ich das jetzt gerade so im Moment mal überlege, nein. Okay. Oh, verdammt. Ich hätte da schon ein bisschen Zweifel. Ja, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, mit dieser Woche habe ich schon einen kleinen Typ gelandet. Mit dieser Holzgeschichte. Ich habe dich da ein bisschen überrumpelt. Weil du, glaube ich, gar nicht gewusst hast, was denn jetzt eigentlich passiert. Ich hatte zwar
Was passiert mit dem Dreck? Ja. Der Stamm hängt, der eine Stamm hängt. ich hatte dich ein bisschen überrumpelt damit, dass ich gesagt habe, machen wir hier die Seilwinde mit rein und hab dir natürlich als Lokangebot noch gesagt, komm, wir nehmen auch noch einen Autoload-Ballenwagen mit rein. Ups. Das war ein Lokangebot? Ne, damit du jetzt nicht anfängst zu überlegen, ob wir jetzt, dass die Typhoon eben doch nicht mit reinkommt. Alter, was ist denn heute los mit den Bäumen? Ah, gucken wir mal, wir haben jetzt in dieser Woche schon gut Geld gemacht. Vielleicht geht es noch ein bisschen so weiter. Wenn ihr der Meinung seid, das ist zu krass, was ich hier treibe, also das ist einfach zu unfair ist, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Allerdings natürlich nur von unbeteiligten Leuten. Wenn jetzt Mikado da reinschreibt, das ist unfair, dann zählt das nicht so ganz. Und was ist, wenn ich das mit dem Handy von meiner Schwester oder so mache? Dann weiß ich ja jetzt, dass wenn jemand weiblich ist, schreibt, dass es deine Schwester war. Beziehungsweise du. Später schreibst du so einer, die dir immer zuguckt. Hey, Mika, ich weiß genau, dass du das bist. Dabei bin ich das überhaupt gar nicht. Dann würde ich mich aber schon irgendwie kaputt lachen. Denkt bitte drauf daran, wir machen hier Aufnahmesessions. Das heißt, wenn ihr so eine Abstimmung oder so eine Idee habt, dann wird es nie direkt umgesetzt, sondern stimmt, eigentlich könntest du in diesem Video so eine Abstimmung machen, neben an der Seite, oben beim I. Könntest du dann so eine Abstimmung reinmachen, ob das unfair ist oder ob das nicht unfair ist. Also die Frage, ist es unfair, und dann da unten ja und das zweite nein. Aber wieso soll ich denn so eine Abstimmung reinmachen? Ei. Warum? Ich will doch Geld verdienen. Was ist, wenn ich jetzt hier auf Erd gehe? Nein, ich bin. So, ich habe gerade wirklich überlegt, ob es mal ausprobieren möchtest. Wäre schon interessant. Du müsstest halt dann mir das Geld zurücküberweisen. Drück mal drauf. Hallo? Ah, du hast gekriegt. 38.000 hattest du. Also wären es 39. So. Das sollte reichen. Ja. Fehlen noch 38.000. Ja, also. So. Da. Bitteschön. Danke. Weiß ich schon mal Bescheid, dass ich nicht mehr auf diesen Knopf drücken darf. Ja, das war eben der Punkt, wo ich am Anfang am Montag in der Folge gesagt habe, verkauf mal bitte noch deine Bäume, weil ich schon gedacht habe, dass ich dann dein Geld krieg. Ja. Heute, also hier in diesen Folgen haben wir gar nicht mal so viel mit Lohnunternehmen, ne? Mein Lohn? Bei mir arbeitet Lohnunternehmen. Ja, aber so richtig tüchtig haben wir jetzt nicht mit Lohnunternehmen. Eieiei. Das war jetzt aber. Das war etwas ungeschickt. Ja, also das ist so eine Challenge, das hier rauszuziehen, ne? Übrigens, Challenge. Kannst du mal gerade Tiger Farm hier runterholen? Ah, ja, da kann ich mal. Nein, du hast ja gerade sowieso nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, was das für ein erfolgreicher Bauer sein soll, der nichts zu tun hat. Tigerfarm? Herr Tigerfarm? Ja. Ja. Ich erinnere mich an eine Aussage von Ihnen, dass Sie gerne eigentlich mal gesagt hatten, wir könnten doch mal so Challenge machen. Also so Challenge in der Challenge. Ja, das ist. Ja. Na, machen wir doch gerade. Da habe ich aber nichts mehr von gehört bei Ihnen. Nee. Ja. Ich muss mir das nochmal überlegen, wie ich das mache.
Oder überhaupt was? Na? Ja, klar. Gut, ich wollte nur mal nachfragen, ob Sie da noch. Achtung, passen Sie auf, Herr Mikado, sonst sind die Füße weg. Ja, also die Idee besteht noch, nur ich muss erstmal, das braucht Vorbereitungszeit. Ja. Okay. Gut, wollte nur mal nach dem Stand der Dinge fragen. Ja, also okay. Irgendwann wird es sicher kommen. Okay. Achtung, Ihr Hintern wird. Okay, gut, danke. Jo. Achso, sie haben es. Ich geh hoch, warte. Oder so. Ach, boah. So gesagt, ich. Sie haben jetzt gerade wirklich gar nichts zu tun, Herr Mika, ne? Nee, wirklich nicht. Meine Schafe haben alles. Ich kann nichts so richtig machen. Meine Wiese kann ich ja auch nicht mähen. Und daher, dass wir ja den anderen, also so Aufträge nicht machen dürfen, habe ich jetzt gerade nichts zu tun. Aber ungeschickt für Sie. Ja. Also meine ich jetzt ernsthaft. Also es ist einfach im Sinne der Challenge ungeschickt, aber spielt mir natürlich in die Karten. Muss man auch so sehen. Wo ich ganz ehrlich sein muss, war. Ich habe mir schon überlegt, wofür du eigentlich diesen Taifun hier brauchst. Ich habe mir so überlegt, ja, du brauchst das bestimmt für Ballen oder so, weil mit Forst haben wir ja jetzt nicht so viel zu tun in der Challenge-Projekt. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt mal kurz hier wirklich in die Finanzen reinschaue, kann ich gerade mal machen zum Ende der Folge. Ich habe gestern... du hast jetzt 39.000 verdient, gell, mit den Bäumen? Und zurückgezahlt, ja. Ja, also dann haben wir jetzt gestern und heute 100.000 mit den Bäumen drin. Okay. Und es ist halt dann schon erheblich. Ich meine, wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich das nicht mehr darf, schreibt es gerne in die Kommentare. Es ist frei für alle, wenn da welche, die meisten Meinungen... Oh, nee, ich stehe neben dem Baum. Ihr könnt ja natürlich auch sagen, dass der das machen darf. Aber dafür darf ich dann auch einen Wald dann haben. du darfst nee, okay, was das haben? Ein Wald? Nee, das ist eine doofe Idee, Entschuldigung. Warum denn nicht? Also es spricht ja nichts dagegen, dass du dir... Die Überlegung, oder eher gesagt, das, was ich jetzt als Scherz quasi meinte, war, dass du diesen Wald behalten darfst, damit sehr viel Geld verdienst und ich dafür halt dann auch ein sozusagen, keine Ahnung, geschenkt oder so bekomme, okay, weißt du? Baum nicht absägen. Aber das will ich nicht. Okay, ich habe es eigentlich nicht wirklich verstanden, was Sie sagen wollten, aber passt schon. gut. So, dann sind wir auch gleich schon wieder mal am Ende der Folge angelangt und Cardo Blaze XD hat leider heute nichts gemacht. Bitte einmal in die Kommentare schreiben, Hashtag Mikado ist traurig. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne reinschreiben. Du musst dieses Set Violin hier gerade einfügen. Mikado kann es nicht. Was? Was kann ich nicht? Was kann ich nicht? Ja. Gut, so. Die Challenge gewinnen zum Beispiel. Ich kann das nur nicht, weil ich halt nicht. Weil dein ich Unternehmen mir halt einfach zu engstirnig arbeitet und kein Geld investiert hat. Das kann ich ja immer noch. So ist es ja nicht, ne? Schauen wir mal, ob Mikado das kann. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Wir gehen mal noch kurz zu den anderen. Klopf, klopf. Hallo. Ja. So, die Abrechnung bitte. Ja, 1600 für 10. Mann, diese Folge war so traurig. Wo geht denn das ganze Geld vom Lohnunternehmen hin? Ich überweise da und überweise und überweise und nichts kommt an. Doch, es kommt an, aber wir zahlen immer den Kredit zurück. Ah, okay. Das ist es ja. Ja, Kredit ist eine gute Sache, da machen wir auch mal hier.
Zahle ich doch auch das, mal ein bisschen. Das ist was schon zu. Echt mies, wenn alle drei Felder erntereif sind, aber ich nicht eins ernten kann. Das ist mies, aber das haben sie sich selbst so ausgesucht. So, habe ich gar nicht. Bevor die Folge zu Ende ist, wünsche ich allen Zuschauern ein schönes Wochenende. Ja, das hatte ich eigentlich auch schon gesagt. Ich wünsche allen ein gutes Wochenende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Wie immer, alles am besten. Alles am besten. Und ihr dürft abstimmen, möglich. Schreibt einfach mal rein. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Ob ich weiterhin Forst machen darf oder nicht. Allerdings. Wieso, was gab's denn da für Diskussionen? Wenn ich da mal fragen darf. Jetzt überziehen wir ein bisschen. Nee, der Punkt ist einfach der. Erzählen wir dir gleich. Genau, erzählen wir dir offline. Die Zuschauer haben es ja schon gehört. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne irgendwie eine Resonanz da lassen. Bis dahin, Macht's gut. Ciao. Ciao. Bis Montag. Ciao. Ja, ciao.